Schönheitsoperationen sind in unserer Gesellschaft keine Seltenheit mehr. Ob Brustvergrößerung, Lidstraffung oder auch Bodywrapping, heutzutage ist fast alles möglich. Über den Trend der Schönheitsoperationen spreche ich heute mit der Fachärztin für Chirurgie und ästhetische Chirurgie, Dr. Frauke Del Bello. Herzlich willkommen. Schön, dass Sie da sind. Sie haben ja eine Praxis und da bieten Sie ja auch eine Bandbreite an Schönheitsoperationen an. Was ist der neueste Trend eigentlich? Neueste Trends gibt es jetzt so gar nicht. Also ein großer Trend zum Beispiel kann man sagen, ist, dass man sehr, sehr viele Unterspritzungen durchführt an Gesichtern, mit denen man sehr, sehr viel Jugendlichkeit auch wieder herstellen kann. Das ist ein Trend, der immer weiter zunimmt. Die Operationen werden eigentlich nicht weniger, aber die steigern sich proportional gar nicht so sehr. Also aber bei den Unterspritzungen kann man das durchaus feststellen, dass von das Jahr heißt, zu Jahr... Unterspritzungen sind dann statt Facelifts im Gesicht, genau. Also das dann mit Botox oder Hyaluronsäure? Hyaluronsäure heißt es. Genau, dass dann das Gesicht gestrafft wird. Nun gibt es schon so viele Angebote. Wir hatten vorhin auch im Vorfeld kurz gesprochen, dass ja auch schon andere Sachen außer chirurgische Eingriffe auf dem Markt sind, zum Beispiel Fett weg per Ultraschall oder ähnliche Sachen. Ist das eine Konkurrenz? Es ist für mich keine Konkurrenz. Ich glaube auch für die Chirurgie keine Konkurrenz. Es ist sicher eine zusätzliche Maßnahme, die man ergreifen kann, die vom Effekt aber nicht ganz so durchschlagend ist, sagen wir mal so. Also ich glaube nicht, dass es eine Konkurrenz ist, sondern eher ein zusätzliches Angebot. So würde ich das deuten. Wir kommen auch noch mal auf das Angebot, was Sie jetzt alles anbieten, zu sprechen. Also es gibt Brustvergrößerungen, Lidstraffungen. Es gibt aber auch zum Beispiel Fußbehandlung in einer in einem Behandlungsraum nebenan. Ja. Wie ist das gekoppelt? Ja. Also ich habe an die Praxis ein Kosmetikinstitut angegliedert. Die ursprüngliche Idee war damals, dass man eben Patienten, die man operiert zum Beispiel, nachbehandeln kann durch medizinische Kosmetik, durch bestimmte unterstützende Maßnahmen. Das Ganze ist jetzt aber auch so, dass das Kosmetikinstitut per se für sich alleine auch steht und dass wir eben den Menschen als Ganzes dann halt, was die Schönheit und das Wohlfühlen angeht, behandeln können. Stichwort Menschen. Was sind das für Menschen, die zu Ihnen kommen und sich erstmal vielleicht auch beraten lassen? Das ist eine ganz, ganz breite Palette. Frauen jeden Alters. Die meisten sind so zwischen 40 und 60, würde ich sagen. Aber es gibt auch sehr, sehr junge, es gibt auch sehr, sehr alte. Es gibt alle Schichten, sagen wir mal so. Man muss es sich natürlich irgendwie leisten können, aber viele sparen auch dafür. Männer kommen zunehmend. Also da haben wir in den letzten Jahren einen Trend, der extrem zunimmt. Ja. Weil ich glaube, dass auch bei Männern es wichtig ist, dass man vital und frisch rüberkommt. Wo sind denn da Grenzfälle? Welche Patienten schicken Sie dann auch wieder nach Hause und sagen, das mache ich nicht? Wichtig ist im Vorfeld ein ganz intensives Gespräch. Erstmal zu verstehen, was der Mensch, der einem gegenüber sitzt, sich wünscht und wo das Problem liegt und was beseitigt werden soll oder so. Und dann muss man eben das auch bewerkstelligen können. Wenn ich das nicht kann und wenn ich merke, die Probleme liegen ganz woanders und sind durch eine Operation oder eine Unterspritzung jetzt wirklich überhaupt nicht in den Griff zu bekommen, dann würde ich das schon ablehnen. Wie sieht es aus mit einer Altersgrenze? Also es sind ja auch zunehmend dann junge Mädchen, wahrscheinlich vielleicht auch sogar junge Jungen, die zu Ihnen kommen und sich beraten lassen und unbedingt vielleicht eine Brustvergrößerung oder ein Facelifting haben möchten. Werden die per se nach Hause geschickt unter 18 Jahren? Ja, Facelifts kommen unter 18 Jahren überhaupt nicht. Bei mir kommen gar nicht so viele Junge. Mhm. Es gibt ein paar Junge, die kommen, aber die haben in der Regel richtig nachvollziehbare Probleme. Es gibt zum Beispiel Frauen mit Brüsten, die sehr deformiert sind, sehr unterschiedlich groß. Oder tubuläre Brüste, das sind so schlauchförmige Brüste, die wirklich nicht schön sind. Und diese jungen Frauen leiden extrem darunter. Es ist so, die gehen zum Teil nicht zum Sport, die gehen nicht an den Strand, die haben keinen Freund, mögen sich nicht ausziehen. Und das ist doch schon eine große Belastung. Und in dem Fall würde ich dann schon überlegen. In vielen Fällen wartet man, bis sie 18 sind oder bespricht mit den Eltern und Hausärzten zusammen, wie man nun weiter vorgeht. Aber das, im Grunde habe ich nicht das Problem, dass irgendwelche Mädchen kommen und sagen, boah, ich will jetzt aussehen wie Paris Hilton oder so. Die habe ich gar nicht, Gott sei Dank. Die würde ich nicht behandeln. Seit 15 Jahren operieren Sie ja jetzt auch schon, haben da ja auch jede Menge Erfahrung. Gibt es da einen Trend, den man beobachten kann, welche Operationen, welche Schönheitsoperationen, Schönheitstrends in den letzten Jahren zugenommen haben? Ja. Es gibt zum Beispiel einen Trend, was so ein bisschen abgenommen hat. Das sind extreme Facelifts. Mhm. Also der Trend geht zu mehr Natürlichkeit, weniger maskenhaft. Man nimmt eher in Kauf, dass man nicht ganz so extrem korrigiert wird, sondern man möchte natürlich aussehen. Man will nicht, dass das Umfeld es merkt. Mhm. Man will schon, dass das Umfeld merkt, dass man frischer aussieht. Aber nicht, dass irgendetwas gemacht wurde und was gemacht wurde. Das nicht. Trend geht zu mehr kleineren Sachen. Halt statt Facelift die Augen operieren, die Oberlider zum Beispiel, wenn die hängen, da können sie nicht spritzen großartig. Ein bisschen kann man auch, aber nicht so sehr. Und dann ein bisschen mit Fillern arbeiten, also so Hyaluronsäure. Ja.
um negative Züge auszugleichen und dann reicht das häufig schon so. Gibt es bei Ihnen nach 15 Jahren eine Lieblingsoperation? Kann man das so sagen? Ja, das kann man schon sagen. Vielleicht mag ich am liebsten Augen operieren. Aber wenn ich das immer machen müsste, würde ich mich vielleicht auch langweilen. Also ich mag auch ganz gern die breite Palette. Ich habe auch ganz gerne mal Fälle, die nicht standardmäßig sind. Das heißt zum Beispiel? Naja, dass man Sachen hat, wo man nicht sagt, das geht jetzt nach Schema F. Das ist also das, was man immer macht. Sondern dass man eben zum Beispiel Brüste hat, die ganz unterschiedlich sind. Wo man dann ausgleichen muss. Wo man so ein bisschen spielen muss, ein bisschen improvisieren muss, ein bisschen... Ja, das, was man gelernt hat, auch umsetzen muss. Also in einem noch stärkeren Maße, als man das normalerweise muss. Sie hatten mir vorhin auch im Vorfeld schon gesagt, das sind Leute, die zu Ihnen kommen, die manchmal schon so gut informiert sind, dass man fast gar kein Vorgespräch mehr machen muss. Aber wie wichtig ist das, auch im Vorfeld dieses Gespräch zu führen? Super wichtig. Heute gibt es Internet, heute gibt es Portale, Foren, in denen Patienten sich austauschen. Die meisten Patienten sind sehr informiert. Die meisten wissen auch genau, was sie wollen und wissen auch im Großen und Ganzen, welches Risiko sie eingehen und. Aber was man eben braucht in diesem Vorgespräch, man muss ja ein Vertrauen aufbauen. Man muss ja das Gefühl haben, der Patient muss das Gefühl haben, dieser Arzt ist derjenige oder die Ärztin, in deren Hände ich mich begebe, weil ich ja ein Stück weit das ja tue. Absolut. Ja, also da muss erstmal wahrscheinlich eine Vertrauensbasis dann auch da sein, dass man dann sagt, von dieser Ärztin lasse ich quasi dann auch meinen Körper verschönern. Die versteht mich und da fühle ich mich sicher und gut aufgehoben und da glaube ich, dass ich das bekomme, was ich will und dass sie die Verantwortung auch für mich übernimmt. Das ist und dann auch wirklich Grenzfälle auch nicht behandelt, wie wir es auch vorhin gesagt haben. Man muss es ja einfach dann auch mal so sagen. Ja. Also, dass Sie das persönlich dann auch vertreten können. Auf jeden Fall. Würde ich niemals machen. Frau Dr. Del Bello, vielen Dank für das Gespräch heute und ich wünsche Ihnen weiterhin viel Erfolg. Dankeschön.